Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Capture One und genauer gesagt, wie wir in Capture One mit dem Farbeditor richtig arbeiten und wie wir die Möglichkeiten haben, wirklich aus jeder Farbe jede beliebige andere Farbe zu machen in Capture One. Das ist wirklich unglaublich und ich möchte dir die ganzen Möglichkeiten jetzt mal vorstellen und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Heute geht es also um den Farbeditor in Capture One und den findet man hier. Also du kannst natürlich auch ganz einfach hier einen Rechtsklick reinmachen, wenn du das Werkzeug noch nicht hast. Werkzeug hinzufügen und dann hier oben einfach Farbeditor. Ich habe das Ganze jetzt mir hier einfach schon mal reingebastelt und jetzt kann ich das Ganze hier öffnen. Und in diesem Farbeditor haben wir einmal Basisdaten, erweitert und Hautton. Viele fangen direkt hier mit dem erweiterten Tool an, weil das natürlich noch mehr Möglichkeiten bietet. Ich möchte aber mal mit den Basisdaten anfangen, um dir wirklich auch das Ganze von Anfang an zu zeigen. Du siehst jetzt hier, dass wir 4 Regler insgesamt haben, nämlich Glättung, Farbton, Sättigung und Helligkeit. Farbton, Sättigung und Helligkeit kennst du vielleicht schon aus Lightroom, da heißt das Ganze ja auch HSL, Farbton, Sättigung, Helligkeit, auf Englisch auch einfach Hue, Saturation und Luminance. Also da ist im Endeffekt genau das gleiche jetzt nur auf Deutsch und wir haben hier unten drunter insgesamt 6 Farbkanäle, die wir bearbeiten können. Diese 6 Farbkanäle sind quasi schon vorgegeben und wir haben hier ganz unten noch einen Master-Farbkanal, der quasi alles bearbeitet. Jetzt wirst du dir natürlich sagen, 6 Farbkanäle, in Lightroom habe ich 8 Farbkanäle, das ist richtig. Du kannst aber dann, wie gesagt, in dem erweiterten Tool kannst du dir quasi jede Farbe raussuchen, die du möchtest. Und der große Vorteil gegenüber Lightroom ist, und das möchte ich gleich mal am Anfang sagen, du kannst hier deine Farbkanäle quasi verändern. Bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel hier den gelben Farbkanal hast, dann bist du nicht darauf beschränkt, wie Capture One den gelben Farbkanal hier definiert hat, sondern wir können auch ganz einfach sagen, hier in diesem Rad, dass ich meinen gelben Farbkanal hier erweitern möchte, zum Beispiel in den Orangeton hier noch mit rein. Und das könnte ich genauso gut auf der anderen Seite hier auch noch machen, wenn ich hier zum Beispiel die grünen Werte noch mit drin haben möchte. Und so habe ich hier wirklich die Möglichkeit, mir meinen Farbkanal und meine Farbauswahl genauso anzupassen, wie ich möchte. Jetzt gibt es noch einen weiteren Vorteil. Ich kann nämlich mir auch noch nur den Farbbereich anzeigen lassen, den ich bearbeiten möchte. Das kann ich hier unten machen. Wenn ich jetzt hier mal ein Häkchen setze, dann siehst du, wie gleich dieses ganze Bild hier komplett schwarz-weiß wird, außer der Farbbereich, ja, den wir jetzt hier gerade noch ausgewählt haben. Im Moment ist hier jetzt hier fast alles noch bunt, weil natürlich wir hier fast nur Grün, Orange und Rottöne drin haben. Und wenn ich das Ganze jetzt hier natürlich sehr groß mache, diese Auswahl, dann ist das Ganze natürlich fast noch komplett bunt. Wenn ich jetzt hier diese Auswahl aber mal ein bisschen kleiner mache, dann wirst du gleich sehen, wie jetzt hier zum Beispiel diese ganzen Bäume komplett entsättigt worden sind, weil die ich dann in dem Fall nicht mehr bearbeite. Wir haben jetzt hier nur noch so ein paar Gelbtöne mit drin. In den Bäumen ist meistens auch noch ein bisschen Gelb mit dabei, genauso wie im Gras. Ja, also wenn du Gras bearbeiten möchtest, dann ist auch immer noch ein gewisser Gelbton da mit drin. Aber ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wirklich meine Farbauswahl hier so zu gestalten, wie ich das gerne möchte. Und in dem Fall habe ich jetzt hier tatsächlich die aufgehende Sonne, ja, die das Ganze jetzt hier so ein bisschen in das Orange taucht. Und jetzt könnte ich hier mit der Glättung zum Beispiel sagen, wie groß das Ganze noch ausgedehnt werden soll. Wenn ich die jetzt mal auf 0 setze, dann siehst du, wie jetzt hier wirklich wie eine harte Auswahlkante drin haben in diesem Farbbereich. Wenn ich jetzt die Glättung weiter nach oben ziehe, dann siehst du, wie in dem Farbrad jetzt hier das Ganze so eine weichere Auswahlkante bekommt. Und damit haben wir natürlich weichere Übergänge dann später. Deswegen würde ich dir empfehlen, die Glättung hier nicht unbedingt auf 0 zu setzen, außer du hast ein spezielles Bild, wo das tatsächlich mal der Fall sein sollte. So, und jetzt könnte ich hier, ähnlich wie auch in Lightroom, Farbton, Sättigung und Helligkeit verändern. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal den Farbton weiter nach links schieben und dann kommen wir hier eher so ein bisschen in den Rotbereich rein. Wenn ich das Ganze weiter nach rechts schiebe, dann eher in den Gelb- bzw. schon fast in den Grünbereich. Hier kann ich also den Farbton ändern. Könnt ihr den jetzt mal so ein bisschen hier ins Minus ziehen, auf minus 5 ungefähr, dann haben wir das Ganze so ein bisschen rötlicher. Ich kann jetzt hier die Sättigung verändern. Ja, ich kann das also viel mehr sättigen noch. Ich kann das aber auch komplett schwarz-weiß machen. In meinem Fall ein bisschen mehr Sättigung, denke ich mal, kann das Bild noch vertragen. Nicht zu viel, aber so ungefähr plus 6. Sieht doch ganz gut aus. Und ich kann natürlich auch die Helligkeit verändern. Ich kann also hier das Ganze noch ein bisschen heller machen oder ich mache es noch ein bisschen dunkler. Und jetzt kann ich natürlich auch hier den ausgewählten Farbbereich anzeigen, wieder deaktivieren. Und jetzt haben wir hier wieder das komplette Bild drin. Und wir konnten aber schön diesen Farbbereich bearbeiten, ohne dass wir alle anderen Farben hier noch mit drin hatten.
So, jetzt kann ich zum Beispiel hier in den grünen Bereich reingehen noch und werde den jetzt auch mal noch ein bisschen bearbeiten hier. Ja, machen wir das Ganze mal so. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier sagen, ich möchte jetzt hier den grünen Bereich auch noch so ein bisschen weiter ins Orange ziehen. Ich möchte das Ganze hier noch so ein bisschen mehr angleichen. Und dann kann ich auch hier die Sättigung noch wieder ein bisschen hochziehen. Und dann haben wir hier ein schönes Bild, wie ich finde, wo wir das Ganze von den Farben her noch so ein bisschen angepasst haben. Ich habe jetzt hier nämlich noch ein Werkzeug, das nennt sich Basisfarbkorrektur auswählen. Bedeutet, das ist wie eine Art Pipette, wenn ich jetzt hier reinklicke, zum Beispiel mal hier in diesen Orangewert, dann hier einmal reinklicken und dann habe ich hier automatisch direkt auch den Farbbereich hier ausgewählt, den ich bearbeiten möchte. In dem Fall habe ich das Ganze ja hier schon eingestellt, aber ich bin sofort in diesem Farbbereich drin. Das heißt, ich kann jetzt hier auch einfach, wenn ich mir nicht sicher bin, welchen Farbbereich ich jetzt eigentlich bearbeiten muss, kann ich hier auch einfach in das Bild reinklicken. Ja, in dem Fall wäre es jetzt hier zum Beispiel der Grünbereich. Und dann weiß ich sofort, welchen Farbkanal ich hier bearbeiten muss. Das war jetzt erstmal der Basisteil. Jetzt wird es aber richtig spannend, denn jetzt können wir hier in den erweiterten Modus noch reingehen. Und in dem erweiterten Modus ist das Ganze erstmal komplett ausgegraut. Aber wir können jetzt hier ganz präzise jede Farbe uns aussuchen, die wir möchten. Und wir können dann auch hier unten unendlich viele Farbkanäle anlegen. Bedeutet, ich habe jetzt hier die Pipette wieder drin und ich möchte jetzt zum Beispiel mal hier seine Jeans auswählen. Das ist eher so ein bisschen der blaue Farbbereich hier. Und du siehst jetzt auch, dass hier das Ganze von der Sättigung nur sehr schwach ausgewählt ist. Weil diese Hose natürlich nicht so stark gesättigt ist, weil die halt ja schon sehr dunkel ist. Da ist nicht mehr so viel Sättigung von den Blauwerten drin. Ich könnte jetzt aber zum Beispiel hier unten einfach sagen, ich möchte den gesamten Sättigungsbereich aufspannen. Und dann ist das Ganze hier komplett so drin. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier mal die Sättigung noch ein bisschen anheben. Und dann siehst du auch, wie die Hose wieder ein bisschen mehr gesättigt ist. Ich könnte die Helligkeit noch ein bisschen anheben. Und dann wird die Hose hier einfach wieder insgesamt ein bisschen bläulicher. Das ist jetzt hier mal der erste Farbkanal. Und jetzt könnte ich hier mit der Pipette zum Beispiel wieder reingehen und einen weiteren Farbkanal mir hier erstellen. Ich habe jetzt hier mal auf das Holz von der Brücke zum Beispiel geklickt und habe jetzt auch hier wieder eine Einschränkung in der Sättigung drin und könnte jetzt aber zum Beispiel hier den Farbton von der Brücke hier noch so ein bisschen beeinflussen. Natürlich beeinflusse ich jetzt auch noch andere Bereiche des Bildes hier. Aber das Tolle ist jetzt wieder, wenn ich zum Beispiel mit Ebenen und Masken arbeite, dann könnte ich mir jetzt hier auch ganz einfach nur die Brücke auswählen. Ebenen und Masken, das ist auch nochmal ein spezielles Thema, was in einem speziellen Video kommen wird. Wenn wir das Ganze am Ende alles zusammenführen, dann haben wir wirklich so viele Möglichkeiten hier in Capture One. Das ist unfassbar. Von daher bleibt da auf jeden Fall in dieser Videoserie dran und dann verpasst du da auch keine weiteren Videos. Ich kann jetzt hier auch einfach reingehen und das Ganze hier von der Sättigungsumgebung noch so ein bisschen vergrößern oder verkleinern, je nachdem, welche Farben ich alle ansprechen möchte. In dem Fall jetzt hier passt mir das so aber ganz gut. Den Farbton werde ich aber mal hier so ein bisschen zurückstellen auf ungefähr so 3 und vielleicht noch so ein bisschen Sättigung rausnehmen. Eine weitere Sache, die ich hier extrem spannend finde, ist, dass wir nicht auf diese Farbtonregelung hier einmal festgelegt sind, sondern ich kann den Farbton halt so sehr verschieben, wie ich gerne möchte. Ich kann jetzt hier aus dieser Sonne zum Beispiel eine blaue Sonne machen. Da ist man ja in Lightroom zum Beispiel auch etwas beschränkt. Da kann man jeden einzelnen Farbkanal auf minus 100 oder plus 100 setzen, aber dann ist das Ganze damit erledigt. Hier in Capture One kann ich mir einfach jedes Mal wieder einen neuen Farbkanal erstellen und die Sonne dann zum Beispiel immer weiter bearbeiten. Das heißt, ich zeige dir das jetzt hier einmal kurz. Ich werde jetzt hier mal reinklicken, habe jetzt hier mir dieses Orange ausgewählt und werde jetzt einfach mal diesen Farbton hier komplett nach links ziehen. Jetzt ist diese Sonne hier schon rot. Ich habe jetzt hier aber meine Pipette weiter ausgewählt und klicke einfach nochmal rein und erstelle mir einen neuen Farbkanal und ziehe den Farbton wieder komplett nach links. Und du siehst, die Sonne wird jetzt hier schon so ein bisschen ja rosa. Ich klicke nochmal rein, kann wieder den Farbton komplett nach links ziehen. Dann wird das Ganze schon ein bisschen mehr lila. Klicke wieder rein und so kann ich das halt immer weitermachen und so kann ich halt das Bild, auch wenn es jetzt komplett komisch hier aussieht, aber ich möchte dir nur die Möglichkeit zeigen, ich kann jeden Farbkanal in jede beliebige Farbe ändern. Und das ist eine coole Sache, wie ich finde. Und das ist wirklich ein großer Vorteil gegenüber anderen Bildbearbeitungsprogrammen beziehungsweise gegenüber anderen RAW-Convertern, die das halt nicht können. Das nehme ich jetzt hier natürlich nochmal raus, weil das ja natürlich jetzt hier nicht mehr so wirklich gut aussieht. Wir belassen es mal an dieser Stelle bei dieser Bearbeitung. Aber ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen geholfen und du bist jetzt mit dem Farbeditor ein Stück weitergekommen und hast das Ganze vielleicht ein Stück mehr verstanden. Denn eigentlich so kompliziert ist das Ganze gar nicht, wie es am Anfang vielleicht aussieht.
Was auch noch gut zu erwähnen ist, ich gehe nochmal hier in die Basisdaten rein, du hast hier unten natürlich auch diese Tabelle nochmal. Das heißt, du hast einmal hier oben die Auswahl, wenn ich jetzt hier reingehe, dann siehst du auch, wie die Auswahl hier unten immer direkt angewählt wird. Also ich kann hier oben in dem Rad einmal meinen Farbkanal auswählen, ich kann es aber auch genauso gut hier unten machen. Und genauso siehst du hier unten halt auch in der Tabelle die Werte, die du hier eingestellt hast. HSL, also Hue, Saturation, Luminance. Und das Ganze steht hier für Farbton, Sättigung und Helligkeit. Das heißt hier zum Beispiel, der Farbton in dem Grünkanal ist bei minus 9,9 und das Ganze siehst du halt hier unten auch. Minus 9,9 plus 14,1 ist hier die Sättigung. Also das ist quasi im Endeffekt genau das, was du dann hier einstellst. Siehst du hier unten einfach in der Tabelle auch nochmal. Sah am Anfang vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt ist es wirklich relativ einfach, wenn man sich einmal so ein bisschen in das Programm eingearbeitet hat. Wenn du jetzt sagst, Capture One ist ein Programm, was dich auf jeden Fall sehr interessiert, dann kannst du einfach mal unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link klicken. Dort kommst du zu der Seite, wo du dir Capture One kostenlos herunterladen kannst, 30 Tage lang testen kannst. Danach müsstest du es halt kaufen, wenn du es weiter benutzen möchtest. Es gibt sowohl eine Standalone-Version als auch eine Abo-Variante. Du kannst dich also auch entscheiden, ob du eher Abo-Variante oder eher einmal kaufen möchtest. Natürlich Abo-Variante, du hast immer die Updates. In der Einzelkaufversion ist es halt so, du bezahlst nur einmal. Also da kannst du dich halt entscheiden, wie du gerne möchtest. Würde mich freuen, wenn du vielleicht bald zu dem Team Capture One dazugehörst und auch mit Capture One deine Bilder bearbeitest. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video weitergeholfen hat. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Teil das Video auf jeden Fall auch mit deinen Freunden, falls du denkst, dass die auch davon profitieren könnten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen hier auf diesem Kanal. Falls du es noch nicht getan hast, den Kanal auf jeden Fall abonnieren, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und ich sage jetzt viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao!